Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge This is the Police 2. Hier am 6. Dezember, also in-game. Also im wahren Leben ist es jetzt der 10.9. Also 10. September. Ja, Nikolaus, ne? Ich hoffe, ihr habt die Schuhe alle gepackt oder geputzt, besser gesagt. Hier, meine lieben Mitarbeiter, ihr kriegt Geschenke von mir. Okay, hier, der hat zu viel Geschenke bekommen. Der kommt einfach nicht. Mr. Belmont. Mizuka muss auch noch ein bisschen knabbern am Schokolädchen. Fletcher kommt nicht. Jawohl, ja, Ferretti. Bleibt alle zu Hause. Und Kimmel. Wer ist denn Kimmel? Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe. Ich kann mich heute nicht zusammenreißen. Ja. Okay. Sind wir noch zu siebt? Okay. Wer war denn Kimmel? Hatten wir Kimmel tatsächlich rekrutiert? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Hm. Naja, gut. Sullivan. Der sagt mir auch nichts. Birch der Dritte, den kenne ich. Woolbeck. Gott. Gefühlt sind das alles neue Namen für mich gerade. Okay, Sullivan ist uns auch noch nicht treu. Ist schon mal sehr gut. So, automatisch zuweisen. Warum wir die Taser nicht verteilen, weiß ich auch nicht. Hier. So, du kriegst ja auch nochmal einen Taser. Muss ja weg, das Ganze, ne? Muss ja alles mal verbraten werden irgendwann. So, Tag beginnen. Mit nix. Nix außer der Hoffnung, dass der Tag halbwegs vernünftig wird. Ah, habe ich hier schon... Nee, habe ich nicht. Also am Ende habe ich die ganzen Hinweise schon, aber... Haben wir uns das schon durchgelesen? Ach ja, na klar, das war der, der, glaube ich, so laut geschnarcht hat. Kann das sein? Und ich habe... Ja, ich sag mal, der unzufriedene Patient war's. Intelligence. Haben wir hier noch? Hier, Birch, der Dritte. Der ist eigentlich ganz gut dafür geeignet. Flower Pots. Und Miss Spurlock. Wir nehmen mal Woolbeck. Und wir machen... Eins. Uno. Variante Uno. Ja, die andere ist mir egal. Ja, 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 alles gut. So viele Polizisten haben wir nicht, dass wir beide Fälle bearbeiten können. Na! Dim, dim. Da sind wir noch. Was ist denn hier los? Fries Bezahlung. Sie werden heute Fry bezahlen müssen. Halten Sie das Geld bereit. Ansonsten wird ein anonymer Anruf den Bundesagenten genau sagen, wo Sie zu finden sind. Die Spur der Männer des Waldes. Wie die meisten Polizisten im Ruhestand halte ich immer Augen und Ohren auf, selbst wenn ich trinke. Gestern habe ich so an der Bar ein Gespräch mitgehört, das ein paar ihrer Leute über die Männer des Waldes geführt haben. Sie sagten, diese Drecksäcke wären der Gerechtigkeit entkommen. Wollen sie diese Leute nun fangen oder was? Wie auch immer, ich kann ihnen Informationen geben, mit denen sie wieder auf deren Spur kommen können. Aber das wäre natürlich nicht umsonst. Ja, wir zahlen. Code I. Code I. Diebstahl. 514 in progress. So, ich muss mir erstmal hier... Alter Schwede, beruhigt euch bitte. Erstmal wieder orientieren. Der Fabrikleiter sah aus dem Bürofenster, wie jemand versuchte, sein altes Auto zu stehlen. Naja, gut, wir müssen ja jemanden hinschicken. Reichen die? Uah, die reichen nicht. Okay, dann machen wir Leite noch. Nash, ich werde nicht meine Zeit damit verschwenden, auf Verlierer wie Ernest Leiter aufzupassen. Geben Sie meinen normalen. Okay. Dann Mr. Titus. Hat die immer noch dieses Bedürfnis, dass sie nur mit Frauen fährt? I think so. Okay. Gut, dann müssen wir alle aussenden, außer die Frauen. Es wird wahrscheinlich eh ein falscher Alarm sein, aber ich so... Es ist ein wenig im Urin. 517 in progress. Friedhof Eichenruhe. Ja, schaffen wir zum Glück. Eine Frau wird dabei beobachtet, wie sie Benzin über ein frisches Grab schüttet und dann anzündet. Oh, okay. Das ist nicht so schön. Spitzel, Flowerpots. Mr. Nash, es ist Zeit abzurechnen. Haben Sie 500 und Heroin? Heroin. So, jetzt haben wir das Problem, wir haben zu wenig Geld für Fry. Da müssen wir wieder verkaufen. Kokain. Yes. So, damit haben wir erstmal die 20.000 wieder. Putz. Und wir, ah ja, sind nicht gerade die Einsätze direkt um die Ecke, aber okay.
Eine Frau und ihre 6-jährige Tochter tanzen um ein Grab und singen: Die Geister des Waldes befehlen dir, erhebe dich. Der Friedhofswärter bietet dem Polizisten einen Feuerlöscher an. Mit ihnen singen, finde ich auch nicht verkehrt. Ja, wir löschen erstmal. Was haben Sie getan? Schreit die Frau. Sie haben das Wiederauferstehungsritual meines Mannes gestört. Die Geister können das Feuer seiner unsterblichen Seele nicht mehr in der Dunkelheit sehen, weil Sie es gelöscht haben. Jetzt werde ich auf immer Witwe bleiben. Die Frau bricht in Tränen aus, übergießt den Polizisten mit dem verbliebenen Diesel aus dem Kanister und fummelt mit zitternden Fingern in ihrem Feuerzeug herum, um eine Flamme zu erzeugen. Geschwindigkeit. Oh, ich hoffe, dass das reicht. Wobei, wir nehmen natürlich dann sie hier. 517, complete. Ein Glück. Der Polizist kann der Frau das Feuerzeug abnehmen. Die untröstliche Witwe leistet bei der Verhaftung keinen Widerstand mehr. Der mit Diesel überschüttete Polizist ist außer Gefahr. Huiuiui, und Diesel. Ach so, apropos Diesel und abgenommene Gegenstände. Wir haben ja noch den Auftrag. Wenn wir mal stärker. Und, ach Gott, sie kann einfach alles. Sie ist so super, super. So, Heimlichkeit, komm. Spurlock ist wirklich super. Nee, ich habe. Ja, haben sie gesehen, wie Frauen. Und zwar, wir haben ja noch den Auftrag, dass wir Sachen zusammensammeln müssten. Und ich betone müssten. Gut, machen wir das hier erstmal fertig. Dann gucke ich mal, was wir davon wirklich haben. Ein Verdächtiger in einer Daunenjacke hat einen Stein aufgehoben. Offenbar will er damit das Fenster des Autos einschlagen, um die Tür zu öffnen. Hat jemand Heimlichkeit? Da hat einer 2 Heimlichkeit. An den Dieb anschleichen. 514 complete. Ernsthaft? 2 Heimlichkeit war zu wenig? That's not good. So, Diesel, wir brauchen große Fernseher. Tragbarer Generator, den haben wir schon. Tragbarer Fernseher. Ich hoffe, naja. Ich hack einfach mal großer Fernseher ab. Ich hoffe, dass das reicht. Obwohl, er will ja ein Kino aufmachen, ne? Videorekorder. Gibt's auch ein Häkchen? Hatte ich noch gar nicht. Kassette mit Filmen. Waschmittel. Videokassette mit Filmen, sehr schön. Und leere Videokassetten bräuchte ich noch. Die haben wir nicht. Können wir die irgendwo kaufen? Koka, Hasche, Erben, Mir, Bier, Betäubung, Pfeffer, Taser, Elektro. Nee. Da müssen wir. Ah, ich arbeite nicht am Wochenende. Merde. Schläger von den Männern des Waldes haben einem ihrer Polizisten eine Falle gestellt. Der Beamte wird vermisst. Flowerpots. Alter, die haben doch eine Meise. Was ist denn mit denen los? West Titus. Ja, 4 Tage, ich weiß. 564 in progress. Drogenherstellung. 564 auf der Farm. 554 in progress. Diebstahl. Schweineschlachthaus. 554. Okay. Alter, what? Kann ich nicht machen, ne? Ja. Aber Drogenherstellung kann ich auch nicht machen. Wunderbar. Kann ich beides nicht machen. Gut, dann können wir hier mal von den normalen Aufträgen was machen. So, hat Ihre Mutter Ihnen früher gesagt, dass Sie 2-mal am Tag Zähne putzen sollen? Ich habe meine immer 3-4-mal. 3-4, manchmal sogar 5-mal am Tag geputzt. Aber sie sind trotzdem alle braun geworden. Süß. Meine Tante hatte recht. Die Frauen in meiner Familie sind verflucht. Es ist vermutlich, weil meine Urgroßmutter Streit mit Lotus, dem Geist der hohen Berge, hatte. Aber es ist etwas passiert, das ich nur als Wunder bezeichnen kann. Als ich angefangen habe, Fiery-Cola zu trinken, wurden meine Zähne gesünder. Oder gesunder. Ich habe meinen Mund regelmäßig mit diesem wunderbaren Getränk ausgespült und der Effekt lässt sich nicht leugnen. Es hängt vermutlich damit zusammen, dass der Erfinder von Fiery-Cola eines grauenhaften Todes gestorben ist. Vielleicht hat seine Seele einen Teil des Fluches der Stefanovic auf sich genommen. Ich bin da kein Experte. Ich weiß nur, dass ich mehr Fury Cola brauche, damit ich endlich die Chance habe, einen normalen Mann zu kriegen. Jemand besseren als meinen miesgelaunten Ehemann. Es ist allerdings lange her, dass jemand die Cola im Laden verkauft hat. Alle sagen, dass sie nicht mehr hergestellt wird. Aber es gibt noch alte Bestände im Lagerhaus. Schicken Sie ein paar Ihrer nicht ganz so doofen Polizisten rüber, um mir so viele heilende grüne Fläschchen zu bringen. Oder Flaschen zu bringen, wie sie finden können. Wenn sie mir ein paar davon holen können, können sie sich alles aus meinem Laden nehmen, abgesehen von meiner Wunder-Cola natürlich. Haben wir nicht Fury Cola sogar noch? Murmeltier. Also ich kann hier definitiv Fury Cola kaufen. Da sind. Och, alter Schwede. Wir haben sogar noch 2.
Okay, wir nehmen mal 3. Ach nee, sie hat 2, alles klar. So, okay, dann haben wir jetzt 2x Fury Cola. Ich hoffe, das reicht. Und dann machen wir den Auftrag hier fertig. So. Ne, schwerer ist, wenn sie ihre Drecksarbeit selber erledigen, wenn ihre Freunde einen gefallen wollen. Ich bin nicht ihr Laufbursche. Mann. Gut. Ja, und Spurlock wird mit ihm nicht arbeiten. Das ist ja hervorragend. So, was wollte er nochmal? Neue Methode. Ach, Gold. Er wollte den Goldbarren haben. Ja, genau. Und im Wald. Ich habe meine Tochter in der Wald. Ja, war manchmal Wälder. Bitte schicken Sie 3 aufmerksame Polizisten. Alles klar. Jan Stefanovic, Wald. Stefanov. Mr. Nash, Sie sind neu in der Stadt. Daher weiß ich nicht, ob Sie schon die Legende von Schätzen gehört haben, die die Waldgeister für Rechtschaffene versteckt haben. Mein Bruder und ich haben in unserem Leben noch nie jemanden getroffen, der rechtschaffener wäre als wir. Also haben wir uns gedacht, dass es da immer noch irgendwo unentdeckte Schätze geben muss. Daher haben wir beschlossen, sie zu finden. Und ziemlich schnell herausgefunden, dass sie in den Wäldern rings um Sharpwood liegen müssen. Wir haben eine Karte gezeichnet und uns ein paar Schaufeln geschnappt und sind losgezogen. Um sicherzugehen, dass wir uns nicht verlaufen, haben wir Markierungen an den Bäumen angebracht, aber dann ist etwas Seltsames passiert, als wir den richtigen Ort erreicht hatten. Die Luft wurde irgendwie zäh und dunkel und dann kann ich mich an kaum mehr was erinnern, nur an ein ständiges Rauschen, das bis in meine Knochen gedrungen ist. Ich bin dann wieder an der Stelle zu mir gekommen, an der wir geparkt hatten und seither habe ich meinen Bruder nicht mehr gesehen. Vielleicht haben wir die Waldgeister verärgert und sie haben ihn vom Wald bei lebendigem Leibe gefressen. Oder fressen lassen. Aber ich wüsste gerne mit Sicherheit, was ihm zugestoßen ist. Wenn sie mutig genug sind, ihren schlauesten Polizisten rauszuschicken, werde ich ihm die Karte mit den Markierungen mit den Schätzen geben. Wer weiß, vielleicht findet er raus, was mit meinem Bruder passiert ist und findet dabei sogar einen Schatz. Na dann ist doch Spurlock genau die richtige. So, wir haben einen der Generalschlüssel ins Schloss gesteckt, hat nichts gebracht. Dann haben wir 2 gleichzeitig reingeschoben, wieder nichts. Vielleicht hätten wir 3 gebraucht, aber wir hatten nur 2 dabei, also kamen wir nicht ins Lagerhaus rein. Was? Wir haben einen der Generalschlüssel ins Schloss gesteckt. What? Sehr gut, falscher Alarm. Hä, wir hätten 3 gebraucht? Was denn für ein Schloss? 5-10 in progress. Ich bin ein wenig verwirrt. Ah, hier kann ich immer mal Leute entschicken. Ein blaues Auto verließ die Tankstelle, als es von einem Lastzug mit hoher Geschwindigkeit gerammt wurde. Was ist das? Fahrzeugunfall, alles klar. Kodai. Eine unbekannte Person hat einen Computer gestohlen, auf dem sich empfindliche Patientendaten befanden. Da würde ich gerne Spurlock hinschicken. Eieiei. Na gut, die muss ja auch in den Wald fahren. 542 in progress. Ja. 542 in progress. Prostitution. Der Laster ist auf die Seite gestürzt und sein Fahrer eindeutig betrunken, klettert so jemand mit einem Feuerlöscher in der Hand aus der Kanzel. Das blaue Auto ist zerdrückt und auf das Dach geworfen worden und steht in Flammen. Im Inneren befindet sich eine junge Frau mit 2 Kindern. Den Lastfahrer um den Feuerlöscher bitten. Was habe ich getan? Der betrunkene Fahrer bricht in Tränen aus und gibt dem Polizisten den Feuerlöscher. Das blaue Auto steht in Flammen. Ja, dann löschen wir das Ding. 5-10 complete. Der Polizist kann das Feuer löschen und bringt die Frau und die Kinder in Sicherheit. Sie kommen mit Kratzern und blauen Flecken davon. Sehr schön. Pretty good. So, dann eilt schnell zurück, denn ihr habt gleich den nächsten Auftrag. Prostitution. So, Richter Trent Park. Eine Prostituierte bedient auf einer Parkbank mehrere Männer gleichzeitig. Ja. Kann ich nicht machen. Und dadurch das Spurlock auch nicht verfügbar ist. 514 in progress. Scheiße, ich wollte gerade diesen Einsatz machen. 514, Bestattungsinstitut Gammer. Ein Verärgerter, brauche ich gar nicht durchlesen, weil wir haben zu wenig. Nein, das nicht. Das bitte. Ach, jetzt haben wir Woolbag. Okay, gut, dann können wir doch nochmal gucken. So. Versuchter Autodiebstahl. Gute Güte, Galen Woolbeck stinkt immer nach Scheiße, aber heute ist es einfach zu viel. Hören Sie, Nash, tun Sie, was Sie wollen, aber ich fahre nicht mit dem nirgendwo im selben Auto hin. Mann, Alter, der Sullivan, der hat so eine Meise, der Idiot. So, Albträume auf den Straßen. Woolbeck hat neue Schnappschüsse. 4, wunderbar, dann müssen wir morgen nochmal und dann haben wir hoffentlich den Fall gelöst.
Alter, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Matteo Alvarez, Jameson Hill. Ich bin mir sicher, dass Sie schon vom Charlotte-Eislauf gehört haben. Stimmt doch, oder? Das ist ein traditioneller Wettbewerb in unserer Gegend. Die Teilnehmer laufen barfuß über den zugefrorenen See. Es gibt einen Preis für den Gewinner und ein paar Leute wetten sogar auf die Läufer. Ich bin derzeit der Champion, ein echter Renner. Aber in letzter Zeit habe ich von einem Jungen Konkurrenz bekommen. Der Junge heißt Sally und trainiert wie eine Frau. Er springt Seil, was angeblich die Kniescheiben stärkt. Ist das überhaupt echtes Training? Echtes Training ist, wenn man ein Stück Seeeis raussägt und dann mit dem Ding auf den Schultern rennt, bis es geschmolzen ist. Was denken Sie? Nicht nur, dass der Junge bei mir bei jedem Rennen an den Fersen hängt, jetzt versucht er sogar mit meiner Tochter auszugehen, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Das kann ich nicht durchlassen gehen. Oder durchgehen lassen. Schicken Sie Ihren stärksten Polizisten zu ihm und gehen Sie sicher, dass er seinen Schlagstock mitbringt. Ich will, dass er Sallys ach so tolle Kniescheibe in Gulasch verwandelt. Vielleicht lernt er dann, die ältere Generation zu respektieren. Im Gegenzug werde ich ihre Leute persönlich trainieren. Sie werden schon sehen, dann entkommt denen kein Verbrecher mehr. Das macht er bestimmt nicht, wa? Ja, weil er uns nicht so loyal ist. Gut, dann fährt Leiter mal hin. Prostitution. Adieu. Versuchter Autodiebstahl. Adieu. Es ist Zeit, Fry seinen Scheck zu schicken. Haben Sie genug Geld zusammengekratzt? Natürlich. Niemand ist gekommen. Wald. Mr. Dash, ich habe 3 Kisten mit Gold gefunden. Ich bin mir nicht sicher, wie das passiert ist. Ich erinnere mich, wie ich durch den Wald gegangen bin und den Notizen auf der Karte des alten Mannes gefolgt bin. Und dann wurde es plötzlich dunkel und die Luft wurde zäh und ich habe dieses Rauschen gehört. Anscheinend habe ich dann das Bewusstsein verloren. Ich bin wieder außerhalb des Waldes aufgewacht, vollkommen verdreckt und neben mir standen 3 Kisten voller Gold. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Dann können wir nämlich hier auch den Arzt bezahlen. Oder, naja, was heißt bezahlen? Ihm das Gold geben. Für seine Wunderheilung. Ermittlung. Virgil Birch III. Er hat einige Zeugen befragt und einen ersten Bericht für das Rätsel der gestohlenen Daten angefertigt. Oh yeah. Oh yeah. Also ich muss unbedingt immer Leute hinschicken, die 3 Intelligenz haben. Das lohnt sich dann richtig. So, Jameson Hill. Mr. Nash, ich habe den Jungen ordentlich die Knie bearbeitet. Der rennt nirgendwo mehr hin. Mr. Alvarez war zufrieden und hat gesagt, ich soll ihm ausrichten, dass er auf dem Eis auf ihre Leute warten wird. Meint er damit, dass er Hockey spielen will? Nein, Leiter. Das meint er nicht. 2000. Ein paar Lederstiefel. So, und heute war meiner Meinung nach auch der Tag, an dem wir hier die Sachen für das Kino abgeben müssten. Wie gesagt, meiner Meinung nach fehlen nur leere Videokassetten. Den Rest habe ich eigentlich. Wobei, großer Fernseher, da bin ich mir auch gerade ein bisschen unsicher. Naja. So. Tag benden. Wir benden den Tag. Und wir kriegen heute nix. Ja. Alles gut. Carter hat 12 geholt, aber ich glaube, wir müssen noch relativ hoch führen, oder? Carter gewinnt, Nash verliert. Carters Zug. Der hat 22. Pfefferspray. Ja, du holst dir doch eh alles, was da drüben ist. Naja. Alles gut. So, Zug beenden. Nashes Zug. Ja, wir haben 7. Dementsprechend nix. Es steht 78 zu 35. Also noch führen wir. Relativ komfortabel, möchte ich mal meinen. Allerdings sollten wir es echt nicht schleifen lassen in den nächsten Tagen. So, Aronovic ist noch außer Gefecht. Titus ist außer Gefecht. Gut, er ist sogar Alkoholiker. Aber nicht noch einen weiteren Alkoholiker? Nee, kann man leider keinen. In die Entziehung bringen. Ich werde nicht jeden Tag arbeiten. Alter Sullivan. Du gehst mir jetzt schon richtig auf den Pisser. So, 9. Davon wird Birch der Third, Birch der Dritte und Woolbeck nicht kommen. Und Leiter auch nicht. Also werden wir mit 6 Polizisten wahrscheinlich den nächsten Tag starten. Gehe ich mal von aus. Tag beenden. Und? Kommt noch was? Oh ja. Mr. Nash. Finally, I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well, you wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a masterclass in corruption. Nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting.
The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today. No, tomorrow. Or the day after. Or the day after the day after tomorrow. Just whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice, you know? It's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. They all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers. Not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. You can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right? Möchte echt mal wissen, wer dieser Moreno ist. Er hat auf jeden Fall eine Meise. Oh Gott, wer steht denn da? Nein! Nein! Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere is warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know. Maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody'll even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand.
Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, it won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could... well... And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons? Heroin? People? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. And this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... There's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. He picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake! He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Also es war eine sehr, sehr lange Zwischensequenz. Aber wirklich viel erfahren haben wir nicht. Also gut, okay, hier der Arthur Sherman. Also, den haben wir doch noch nie gesehen, oder? Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Okay, der war der Spitzel, der uns... oder der uns quasi entlarvt hat. Aber hier der Chef von der Gang, der hat jetzt nicht wirklich viel erzählt. Außer, dass er kein Schmuggler ist, sondern die Leute am Leben hält. Hier im guten alten Sharpwood. Naja. Ein bisschen unbefriedigend, diese Zwischensequenz. Auch wenn es aber wieder sehr, sehr geil gesprochen ist. Also ich finde ja die Synchronsprecher hier echt geil. Und irgendwie haben diese Zwischensequenzen immer was. Es ist sehr, sehr atmosphärisch alles. Und ja. Ich freue mich darauf, in 2 Tagen mit euch das Ganze weiterzuspielen. Also gut, ich spiele es jetzt direkt weiter. Aber ihr seht das Ganze im Ergebnis dann übermorgen wieder. Bis dahin, ja, heute ging es mal wieder sehr, sehr lange, allein durch die Zwischensequenz am Ende. Sage ich erstmal adieu, haut rein, genießt die 2 Tage ohne This is the Police 2 und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Haut rein, ciao und tschüss.